So, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt, einem Projekt, das ihr sicherlich schon auf YouTube bei einigen anderen Let's Playern gesehen habt, aber ich werde es ein bisschen anders machen. Das ist hier im Moment meine Wii, also meine, und ja, ich bin auch stolzer Besitzer von Metroid Other M. Ich glaube, ich bin dann jetzt, glaube ich, Nummer 4 oder so, der das jetzt Let's Playt, aber ich habe mir einen deutlich anderen Plan gesucht, denn ich werde mich mal wieder total von der Menge abheben. Erstens, ich habe, gut nicht heute, aber sonst meiste Zeit vielleicht, mir zwei nette Co-Kommentatoren eingeladen, die jederzeit hier zugucken können. Und ja, sie haben neue Bilder hinzugefügt gekriegt. Kurze Erklärung zu mir. Ich habe schon durchgespielt. Ich kann es euch auch zeigen. Und zwar dort. Das ist jetzt zwar nach Item Collection, aber mein eigentlicher Spielstand war 48% zu 10 Stunden. Das habe ich wiederum nicht gespielt, aber ich werde jetzt einen weiteren Spielstand starten. Den werde ich euch widmen als Let's Play. Und ich werde da, ich weiß nicht, werde ich in Ruhe durchspielen oder werde ich... Nein, ich habe mir gesagt, als ich Batterien für meine Wiimote geholt habe, dass dieses Projekt, so wie es jetzt hier ist, eine Challenge werden wird. Und ja, diese Challenge wird ganz lustig werden. Denn ich werde nur Energiecontainer sammeln, keine Missile Expansions. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Geheimnissen oder sonstiges, ich weiß alle. Bis auf ein paar, ich werde die aber persönlich ansprechen, schauen wir mal. Und ich versuche in 8,5 Stunden das Ganze durchzuhechten. Das heißt, ich werde Tempo, Tempo, Tempo machen. Und ja, das Spiel beginnen wir mal. Ich halte an dieser Stelle jetzt erstmal die Fresse und genieße das Intro. Denn ich genieße es auch nochmal. Nochmal Lautstärke ein bisschen lauter machen. Wunderbar. Still alive. The baby.
mother. Time to go. Okay, Samus. Everything's normal. I awoke to the familiar voice of a quarantine officer. Let's try sitting up, huh? Slowly now. A dream. I had been reliving the tragic moments of my recent past. Thanks to the hyperbeam, which was given to me somehow by the baby, I laid Mother Brain to waste. And the explosion that followed destroyed planet Zebes, along with the remains of Mother Brain, the space pirates, and my long-standing nemesis, Ridley, and the baby. Come on, Samus. Let's go next door. Jetzt können wir wieder spielen. Und ihr fragt euch sicherlich, wie kommst du auf diese glorreiche Idee? Eine Challenge draus zu machen. Keine Ahnung, da ich es durchgespielt habe, dachte ich mir, hey, ein Blindspiel kann ich es ja nicht mehr machen. Ein bisschen dunkel, das Gute. Okay, more plot. Go ahead and drop some bombs. Okay, get out of morph ball mode and return to normal. Kann ich auch gleich nochmal. Nee. Mann, lad doch ganz auf. So, und jetzt. Das ist schön. Alright, stand in the middle of the room. Okay. Jojo, ich bin auch schon da. Okay. Nicht wirklich. Ich werde das nur so schnell wie möglich hinter mich bringen. Just like that, Samus. Aber es ist wirklich gleich dunkel. Let's invite some of your customers. Ja. Ah, ein bisschen aus der Übung mit dem einfachen Beam nur. Okay, looking good. Ah, das könnte ein bisschen. Das könnte eine interessante Challenge werden. Here comes some beams. Dodge it. Gut. Okay, those are the moves I remember. Ja, ich muss da hinschießen. Jo, jo, merke ich mir. Ist okay. Next, how about a missile test? Use concentration to replenish your missile supply. So, 10 Missiles, mehr werde ich im ganzen Spiel nicht kriegen. Verspreche ich euch jetzt schon. Ja, ja, will ich ja auch. Mach doch auch schon. Geht doch. So. Mir gefällt das neue Kampfsystem aus dem viel besser. Looks like you ticked him off. Rest is all you. Geht relativ easy going. Klack, Spektrum. Wenn ich mich nicht recht erinnere? Doch, ja, ich erinnere mich recht. How about you try using a power? Jo, dann. This area is well fortified, so don't hold back. Wumm. Sehr schön. Training abgeschlossen.
Allow adequate room around you during power bomb. All right, Samus. That's it for the test. Looks like you took quite a bit of damage. It's unbelievable how well you've held up. I wondered if this, too, was a result of the power the baby gave me. Right. You're due in the meeting room. The big dogs are waiting. I gave your suit a polish so you'd be at least somewhat presentable. Not even a fragment. None of the baby remained on me. I knew it to be true, but still couldn't help looking at my palm for a sign. Never again would I encounter the baby. Never. The finality of it struck me once again. Mission completed. The planet Zebes was annihilated, and all Metroids were exterminated. A simple report, almost dull even, but it felt momentous to me. I don't know how much time passed since then. Days went by in their quiet way, and people's recollections of Metroids and space pirates grew nebulous over time, relegated to a past concern of the galactic communities. Nothing more than a faded memory. Codename Baby's Cry. A common SOS with the urgency of a baby crying. The nickname comes from the fact that the purpose of the signal is to draw attention. The signal was coming from a remote part of space. I altered the course of my ship as if this detour had already been part of my flight plan. Baby's cry. It was as though it was crying specifically for me. Wunderbar. So, das hier zu finden ist ja richtig ätzend. Auf meinem Fernseher ist ja noch richtig beleuchtet, aber das zu sehen. Galactic Federation. Huh? Es ist hier richtig arschdunkel. Ich werde mal an dieser Stelle eine kurze Pause einlegen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.